Wenn der Begriff sozialer Brennpunkt fällt, dann läuft bei den meisten ein bestimmter Film im Kopf ab. Verfallene Viertel, hohe Arbeitslosigkeit, Gewalt auf offener Straße. Doch für die Menschen, die in solchen Vierteln leben, ist das keine Fiktion, sondern oft trostlose Realität. Das gibt es in vielen norddeutschen Großstädten, aber besonders dramatisch ist die Lage in Bremen, im Stadtteil Blumenthal. Genauer in der George-Albrecht-Straße. Und nun ist die Stadt auf folgende Idee gekommen. Wir benennen den unteren Teil der Straße einfach um, in Emmerlene-Bulling-Straße. Also einfach neuer Name, neues Glück und schwupps, soll alles besser werden? Es brodelt ja nun schon ein bisschen länger. Ist ja nicht erst seit gestern. Wenn man so viele verschiedene Rassen, sag ich jetzt mal, einfach da reinstopft, das ist klar, dass das nach hinten losgeht. Das geht nicht. Ab und zu Schlägereien, meiner Meinung nach ab und zu auch Schießereien, so hört sich zumindest an. Wir haben einen anderen kulturellen Hintergrund und das macht uns Angst. Wir machen ihnen vielleicht sicherlich Angst. Dass man dann auch die Hunde hier laufen lässt, ist klar. Lotte, komm her. Das heißt, die Hunde sind so ein bisschen ihr Schutz? Ja, natürlich. Ich habe noch einen. Und wenn der losgelassen wird, wer dann aufs Grundstück kommt, hat selber Schuld. Die Bewohner der Emmerlene-Bulling-Straße haben immer noch Angst. Kein Wunder, denn die Menschen aus der George-Albrecht-Straße sind durch die Umbenennung natürlich nicht verschwunden. Hier ist ein sozialer Brennpunkt, in dem viele Roma und Araber leben. Die Polizei schaut im Viertelstundentakt vorbei. Die Beamten wollen Präsenz zeigen und schwärmen von der guten Zusammenarbeit mit den Bewohnern. Funktioniert ausgezeichnet. Die kommen auch mit kleinen Anliegen zu uns und die wissen auch, dass sie mit uns sprechen können. Und dafür sind wir ja auch halt da, als Kontaktpolizisten. Das sehen diese Jugendlichen, die sich Los Arabs nennen, ganz anders. Sie nehmen die Polizei nicht ernst. Das ist alles Palaver. Das stimmt gar nicht. Die Polizei hat gar nichts im Griff. Die hat hier nichts zu melden, hier, die Polizei. Ehrlich gesagt, die kommen vielleicht mit ein, zwei Mannschaftswagen hier vorbei. Wenn die ein, zwei Leute sehen, werden die angehalten, aber wenn wir mehrere sind, trauen die sich gar nichts. Hier gibt es nichts anderes zu tun. Ne? Entweder man baut Scheiße. Und wenn du arbeitest, bist du hier nicht angesehen. Die Leute sagen, hier lachen nicht aus. Hier, der arbeitet, der verdient kein Geld. 1, 2, 1, 3, was will er damit? Wenn man Einbrüche macht, machst du 10.000, 20.000, 30.000. Damit kommt man besser aus. Aussagen, die Ortsamtsleiter Peter Nowak wütend machen. Deshalb fordert er, dass die Justiz härtere Strafen verhängt. Wir haben ja zwei ganz schlimme Dinge gehabt hier in den letzten Monaten, wo gerade alte Frauen überfallen worden sind. Eine ist dabei gestorben. Eine ist schwer verletzt, die sind traumatisiert, die Angehörigen sind traumatisiert. Den Menschen muss ich nicht erzählen, das ist alles nicht so schlimm. Eine bedrückende Atmosphäre, zu der die Los Arabs beitragen. Auch wenn manchen Zweifel am eigenen Lebensstil kommen. Sie wollen weitermachen wie bisher. Ehrlich gesagt finde ich das nicht gut, aber gibt es keinen anderen Ausweg. Hier ist Teufelskreis. Entweder man macht es mit oder man wird fertig gemacht. Der neue Straßenname hat hier am Gewaltpotenzial nichts geändert. Ein paar Dinge sind aber einfacher geworden. Die Leute, die da wohnen, wenn die zur Bank gehen und fragen nach, ob sie einen Kredit kriegen, dann fragt der Banker, wo wohnst du? Und dann sagen die Emmerlene-Bullingstraße und dann fällt dem Banker da nichts zu ein. Angst haben viele Anwohner hier trotzdem. Unabhängig davon, wie die Straße neuerdings heißt, in der sie wohnen.